Herzlich willkommen! Ich zeige dir in diesem Video, wie du ganz einfach und schnell deinen Saugroboter CleanL60 von Ufy in Betrieb nimmst. Mein Name ist Carsten von TestVenture. Los geht's! Wir haben unseren Saugroboter ausgepackt und haben ihn von allen Folien sowie Schutzvorrichtungen befreit. Ich habe den L60-Roboter während meiner Einrichtung vollständig aufgeladen. Im Anschluss installieren wir die Ufy Clean-Applikation, loggen uns ein oder erstellen einen neuen Account. Beim Starten der App erlauben wir das Senden von Mitteilungen. Ebenso akzeptieren wir die Lizenzvereinbarung. Nachfolgend bekommen wir noch allgemeine Informationen. Wir wischen und klicken uns durch. Nun kommen wir zur Anmeldung. Ich gebe meine schon vorhandenen Kontodaten ein. Hast du noch kein Konto, kannst du eins über Registrieren erstellen. Ich melde mich an. Ich kann nun ein neues Gerät hinzufügen. Ich tippe drauf und wähle anschließend den L60 Saugroboter aus. Wir folgen nun den Anweisungen. Zunächst schalten wir den L60 ein und bestätigen wie gewünscht die Eingabe. Danach bereiten wir die Verbindung vor, indem wir die Netzwerkeinstellung zurücksetzen. Dazu drücken wir die Home- und Power-Taste 3 Sekunden, bis die Stimme ertönt. Danach bestätigen wir wieder den Vorgang. Im auftauchenden Pop-up-Fenster bestätigen wir, dass der L60 sich mit dem Netzwerk verbinden darf. Ich muss nun die Berechtigung am Smartphone freischalten. Haben wir das gemacht, können wir die Verbindung herstellen. Der Ufy CleanL60 wird sofort gefunden und ich drücke auf Verbinden. Die Verbindung wird nun hergestellt. Im zweiten Schritt fügen wir nun unser WLAN hinzu. Tatsächlich hat es bei mir 2 oder 3 Anläufe gebraucht mit der Verbindung. Ist die Verbindung mit dem WLAN hergestellt, können wir dem Roboter noch einen Namen geben. Ich belasse es dabei und drücke auf Save. Der CleanL60 ist nun grundsätzlich eingerichtet. Drücken wir nun auf den Roboter, werden wir zunächst noch die neueste Software installieren. Dafür muss sich der L60 am Strom befinden. Das Ganze kann ein paar Minuten dauern. Alles ist abgeschlossen, wir gehen zurück in die Menüübersicht. Klicken wir erneut auf unseren Roboter, bekommen wir wieder einige Informationen. Wir klicken uns durch.
Es können auch verschiedene Sprachen eingestellt werden. Ich bleibe erst einmal bei Englisch, aber Deutsch ist natürlich auch möglich. Ihr könnt auch, wie oben zu sehen, die Lautstärke einstellen. Möchtet ihr nichts hören, dann stellt die Lautstärke einfach auf 0. Gehen wir nun in die Übersicht, können wir die Schnellkartierung starten, damit sich der L60 einen Überblick verschaffen kann. Einige Tooltips werden ebenfalls noch angezeigt. Ich lasse den Vorgang für euch laufen und zeige euch am Ende die erstellte Karte. Der Ufi Clean L60 ist danach einsatzbereit. Alle weiteren Infos und Einstellungsmöglichkeiten findet ihr im Detail in unserem passenden Testbericht zum Ufi Clean L60. Wir wünschen euch ein fröhliches Nicht-Selber-Saugen. Wenn ich dir mit diesem Video weiterhelfen konnte, dann würde ich mich über ein Like, lieben Kommentar unter dem Video oder auch ein kostenloses Abo freuen. Danke für deine Unterstützung und bis zum nächsten Mal, deine Test Venture Crew.